Eine Geschichte verlässt uns, wenn sie fertig gelesen ist. Aber sie kann zurückkehren, im Körper nachhallen, vibrieren, lauter werden. Ein gutes Buch ist wie eine Umarmung, ein rauschendes Hier und Jetzt, wenn alle Sinne mit den Sätzen verschmelzen. Salz an den Seitenrändern, die Sonne im Nacken, immer weiter sich vorantasten. Manchmal hält man das Fenster zur echten Welt so fest in seiner Hand, dass wir alle anderen Fenster zulassen. Und während unsere Augen zwischen den Zeilen umherwandern, entsteht noch einmal alles neu. Wie am ersten Tag. Wer Bücher liest, vergisst nicht.